Frau Bürgermeister, was ist im Budget für 2024 für die Stadt Bruck an der Mur enthalten? Man hört, dass es den Gemeinden österreichweit überhaupt nicht gut geht. 50% der Gemeinden sind schon Abgangsgemeinden. Bruck an der Mur hat es noch einmal geschafft, nicht Abgangsgemeinde zu sein mit einem ausgeglichenen Budget. Wir haben im Ergebnishaushalt bei den Einnahmen 57,5 Millionen zu den Ausgaben. Aber es ist natürlich als Bürgermeisterin nicht leicht. Wir müssen überall sparen. Wir müssen das einfach machen, weil sonst geht es nicht weiter. Wir haben natürlich Einsparungen gemacht, aber vor unserem Finanzstadtrat waren noch viel größere Maßnahmen geplant und das kann ich als Bürgermeisterin einfach nicht mittragen. Wie sieht es aus mit Straßen, Schwimmbad und Gemeindebauten? Also wir haben für das Jahr 2024 Investitionen rund von 8 Millionen Euro und ich habe mich zum Beispiel immer eingesetzt dafür, dass das Schwimmbad renoviert, saniert wird. Da steckt man in den nächsten zwei Jahren rund 1 Million Euro hinein, weil es einfach wichtig ist für die Leute, die eben keinen Urlaub irgendwo im Ausland verbringen können, dass sie ein wunderschönes Schwimmbad haben. Für das stehe ich. Ich stehe auch fürs Eislaufstadion, weil es einfach wichtig ist. Und für andere Sachen auch. Sicher, Straßenbauten haben wir rund 800.000 Euro hineingenommen ins Budget. Wir brauchen auch die Planungskosten für die Mittelschule. Die machen auch rund 1,5 Millionen Euro aus. Also es wird schon einiges passieren in unserer Stadt. Wie vorher angesprochen, der Finanzstadtrat war ja mit dem Budget nicht einverstanden. Es hat ja danach Konsequenzen gegeben. Naja, er wollte natürlich überall Einsparungen machen, wirklich bei den Vereinen, bei der Tiefgarage, bei der grünen und bei der blauen Zone und das wäre einfach nicht möglich gewesen. Ich habe meinen roten Faden erreicht, was das Sparen angelangt. Ich habe gesagt, ich gehe da nicht drüber, weil es einfach für die Brucker Bevölkerung nicht zumutbar ist. Er wollte mehr, die Gespräche mit ihm waren in letzter Zeit sehr, sehr schwierig und wir müssen ja auch nächstes Jahr einen Rechnungsabschluss präsentieren. Ja, ich habe immer gesagt, es reicht und er wollte mehr und deswegen haben wir ihn abgelöst. Ja, in erster Linie war es natürlich die Nicht-Einigkeit mit der Bürgermeisterin, aber wie das dann am Dienstag auch in der Zeitung gestanden ist, war das für uns natürlich auch ein Wahnsinn und ich habe gesagt, das geht einfach nicht. Die Opposition des Gemeinderates fordert eine Auflösung und Neuwahl. Ja, also ich muss sagen, am Donnerstag bei der Gemeinderatssitzung, ich habe wirklich nichts gewusst bis 16 Uhr. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass das schon in der Zeitung gestanden ist, dass sie Neuwahlen fordern. Also ich war persönlich wirklich sehr geschockt über das, was da passiert ist, weil das muss man sich einmal vorstellen. Neuwahlen, was heißt das? In der Sekunde hätte sich der Gemeinderat aufgelöst, das heißt, wir hätten 92 Punkte nicht beschließen können, wir hätten kein Freimarkt Bad umbauen können, das wäre geschlossen geblieben. Wir hätten keinen Stellenplan beschließen können und noch einiges und vieles mehr. Und dann wäre der Stillstand der Stadt gewesen für ein halbes Jahr, weil es wäre so gewesen, dass im März die Wahlen gewesen wären, dann die konstituierende Sitzung im Mai. Das heißt, wir hätten ein halbes Jahr lang überhaupt keine Beschlüsse fassen können. Das Ganze hätte 100.000 Euro gekostet und im März 2025 hätten wir sowieso verpflichtend wählen müssen. Und wenn man weiß, dass das eigentlich eine Zweidrittelmehrheit darf so eine Abwahl, dann muss man sagen, das war rein populistisch, das war richtig, wirklich schlimm für mich und ich stehe für so eine Politik, für so eine Showpolitik nicht zur Verfügung. Ich mache ehrliche Politik, wer mich kennt, der weiß, ich werde immer ein offenes Ohr haben, ich werde mit allen reden und mir das dann vorzuwerfen, dass ich das nicht mache, das ist für mich einfach nicht okay. Peter Koch war anders als ich und mir passiert das Gleiche und ich war einfach persönlich gekränkt. Gibt es einen Stillstand in der Stadt Bruck? Nein, im Gegenteil, es passiert recht viel. Stadtquartier Leiner, da wird nächstes Jahr der Spatenstich erfolgen. Da sind wir jetzt gerade mit einem Nahversorger in der Endphase. Da hoffen wir, dass in den nächsten 14 Tagen die Verträge unterschrieben werden. 80 Wohnungen stehen dort, also da kommt richtige Frequenz in die Stadt. Das Primärversorgungszentrum ist fast auf Schiene. Da bekommen wir in den nächsten 14 Tagen Bescheid, ob wir dieses bauen können. Und wenn das so ist, dann gibt es 50 Stunden ärztliche Versorgung in 12 Monaten von Montag bis Freitag.
Freitag. Ja, und Innerfreud wissen wir natürlich auch mit TÜV Süd, wo sie jetzt eine Kooperation abgeschlossen haben. Da werden rund 140 Arbeitsplätze in den ganzen neuen Wirtschaftspark entstehen am Eurobahngelände. Es gibt E-Tankstellen für LKWs und für Busse. Also dort tut sich ordentlich was und im Gegenteil, die Stadt steht nicht still und nächstes Jahr wird sich auch noch einiges tun. Liebe Zuseherinnen und Zuseher von Memo TV, als Bürgermeister bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit mit dem ganzen Team und ich freue mich, dass ein so gutes Jahr heuer für die Stadtgemeinde war. Wir haben viel erreichen können, Straßenbau, aber auch natürlich viele Konzerte, speziell da sind wir Partner. Wir haben im nächsten Jahr die Sängerknaben bei uns bis hin zu den Sehern, wo ich mich schon besonders freue, auf dem Rostorfplatz und wir haben natürlich wieder den Kindberger Kirtag. Aber nicht nur die Feste machen es aus, sondern auch der Zusammenhalt in unserer einfach lebenswerten Stadt Kindberg. Kommen Sie zu uns, kaufen Sie ein, es gibt noch eine große Weihnachtsverlosung. Und ich wünsche Ihnen hiermit schon schöne Weihnachten im Kreise Ihrer Familien und vor allem aber Gesundheit für das kommende Jahr 2024. Ihr Bürgermeister Christian Sander aus Kindberg. Karrierechancen bei Mediacom, Verstärkung gesucht für Büro und Organisation. Wir suchen motivierte und engagierte Teammitglieder für verschiedene Positionen in geringfügiger, Teilzeit- oder Vollzeiteinstellung. Wenn Sie Teil unseres dynamischen Teams werden möchten, besuchen Sie unser Anfrageformular unter www.media-com.at und entdecken Sie, wie Sie mit uns gemeinsam erfolgreich sein können. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Team willkommen zu heißen. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Als Vizebürgermeisterin wünsche ich allen Bruckerinnen und Brucker ein gesegnetes Weihnachtsfest und Ihnen allen Gesundheit und Glück im neuen Jahr. Im Namen von Mecklenburg und Namur wünsche ich allen unseren Gästen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Als Bürgermeister der Marktgemeinde St. Barbara wünsche ich Ihnen allen ein frohes und schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben sowie alles Gute, viel Gesundheit für das neue Jahr 2024.